Hey! Okay! Willkommen zur nächsten Folge Hello Neighbor. Dummkopf. Oh, wir haben hinterherjumpt. Ja, guten Morgen, Herr Nachbar. Was ist denn hier los? Warum hat er denn Jizzle in seinem Haus? Ach, Wasser war es. Was habe ich jetzt aufgemacht eigentlich bei dir? Ich gehe einfach mal nach hinten. So, guck mal. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Kann man irgendwas aufmachen? Okay, da auch. Alles klar. Hier haben wir was geöffnet. Ah, der Ding ist hochgefahren. Fuck. Der Fahrstuhl ist jetzt da hochgefahren an die Tür. Und hinter der Tür. Ist da Scharnüssel. Oh, fuck! Er beschmeißt mich mit Kacke. Wie unfreundlich. How is this so fucking unfriendly? What? Es ist so wie damals, dass sich immer wieder was verändert. Wie geil. Okay. Es war ja irgendwann. Wer läuft hier? Oh, eine Puppe. Isn't this a pup? Da kann man nicht rüber, okay. Hey! Du warst. Oh nein, der hat einen Unfall gebaut. Was macht er denn jetzt? Hat jemand einen umgebracht oder ist er der Pizzawagenfahrer? Warte mal. Hey Nachbar, du musst. Das ist doch aufgeschlagen worden. Da ist ein Frauenschuh. Hat jemanden aus Versehen umgebracht? Aus Versehen hat er jemanden getötet, okay. Sowas kann passieren. Wie komme ich da jetzt hoch? Was bringt mir das? Kann ich mich da hochbauen mit Kisten? Wahrscheinlich. Ich könnte auch einfach den Fahrstuhl. Also ich meine, wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Meine ich da, oder? Meine ich zu meinen. Dann kann ich das Ding hoch und runter fahren lassen. Hört ihr es? Aber wie kriege ich das hin, dass ich drauf sitze? Ich versuche jetzt halt, mir was aufzubauen dabei eben. Oder wartet mal, komme ich von hier. Hey! Okay! Er ist mir einfach hinterhergesprungen. Ein Frechdachs. Das ist ein Frechdachs. Die Schüssel ist im Weg, da komme ich nicht dran. Okay, was ist, wenn ich hier ein Zeug hinlege? Wenn ich auf irgendeine Art und Weise. Aha! Nein! Und jetzt muss es halt ganz gechillt hier liegen. Na also! Nicht so also, das ist irgendwie nicht so gut. Der ist zu fett, der Karton. Fuck. Brauchen mehr Kartons, du hast doch da drüben alles voll, ne? Sack. Warum ist jetzt hier zu? Könntest du es mal aufmachen, bitte? Mir deine verkackten Kartons. Alter Kinderschänder da. Oh no! Was haben wir denn da hinten? Was ist denn hier? Muss ich hier irgendwas abwerfen oder was? Warte mal. Da ist der Schraubenschlüssel, da drin. Und scheinbar seine gesamten Klebevorräte. Aber an den komme ich jetzt von hier nicht dran. Was ist denn da unten auf dem Boden? Kann ich mich da reinbacken vielleicht? Was ist hier hinten vergraben? Also ich denke, ich muss irgendwie an diesen Schotter rankommen, der durch dieses kleine winzige Löchlein erreichbar ist. Ich gehe jetzt nochmal hoch. Hier drin muss. Oh fuck. Ich wollte doch gucken, was ich übersehen habe, du Bastard. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe einfach durchs Haus. Es geht schneller. Nee. Da, wo bist du? Verpiss dich. Habe ich das umgelegt? Ja, das habe ich schon gemacht. What the fuck? What the fuck? Hä? Habe ich das vorher nicht gesehen? Bin ich blind? Da ist einfach ein Loch in der Wand. Will er mich verarschen? Ha! Ha! Easy! Das ist so, okay. Ah. Da ist der Schlüssel. Tsching. Da oben ist noch ein Schlüssel. Oh oh, ich glaube, er hat das Loch gesehen. Kann das sein? Oh, er ist da. Er ist genau dort. Oh. Glaubt ihr, er kann hier einfach reinspringen? Jetzt habe ich ja eh aufgeschlossen. Ich kann einfach schon raus. Glaubt ihr, der rote Schlüssel ist fürs Auto? Oder hat er eine rote Tür? Das sieht aus wie ein kleiner Autoschlüssel, oder? Hm. Oder für die Tür da oben. Die ist auch rot. Also ein Fenster. Das ist doch eher ein Fenster, oder? Ich will das kaputt machen erst noch, das Fenster. Er kommt einfach jedes Mal von irgendwo her. Überrascht mich. Hä? Okay. Klack, hat's gemacht.
Wow. Okay. Ich habe mit E drauf gehämmert, mit links und rechts und es ging nicht auf. Auf einmal geht das Ding von alleine auf. Okay, alles klar. Läuft, läuft, läuft. Jetzt komme ich da hinten hin. Oh, fuck. Nicht, wenn ich es wegschmeiß. Komm. Komm. Okay, was ist das? Ha! Sehr gut. Aber ich hätte gern das da. Oh. Was ist das? Dietrich. Dietrich. Ich leg mal den Autoschlüssel hier ab. Was kann man sich ja noch rausziehen? Warum kann ich die... Ah, gut, das ist fest. Das ist da hinten dran. Man sieht es, ne? Das ist da... Wahrscheinlich kann ich jetzt einfach die Tür auf Dietrichen. Und bin dann drin. Und dann gehen wir rein und machen die Tür auf mit dem Dietrich. Hier ist das schon offen. Ah, ist das eklig hier. Haha. Und eine Schaufel. Leute, eine Schaufel. Warte mal. Ich schmeiß den Schlüssel mal raus. Vielleicht können wir mit der Schaufel das Grab aufbuddeln. Er ist jetzt drin, shit. Geh mal weg. Oh, fuck. Oh nein, ich wollte gerade sagen, fang mich doch, ich hab alles. Und jetzt bin ich hier in so einem Geisterlevel. Wer buddelt denn hier? Kleine Kid. Oh Gott. Ja klar, aber da sucht der. Wow! Krass. Es ist echt immer noch gruselig. So wie früher. Es geht nicht! Ich kann ja aufbuddeln vielleicht mit dem Ding. Verpiss dich, du... Zack! Pass mal auf, wie ich ihn jetzt komplett austricksen werde. Ich habe jetzt da einen Schraubenschlüssel, ne? Ich kann jetzt hier öffnen, oder? Ja! Hier kannst du bestimmt nicht hoch. Du verkackter Nachbar. Haha! Oh mein Gott, Leute, wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Oder auch nicht? Doch, wir haben ihn gleich. Ja, wir haben es geschafft. Hier ist einfach nur ein Stuhl davor. Was können wir jetzt weglegen? Wahrscheinlich, ich schmeiß das Ding mal. Ne, ich schmeiß das nicht raus. Doch, ich schmeiß es raus. Damit ich es hab unten. So, roter Schlüssel ist im Sack. Eine Gitarre, sau cool. Und wenn er jetzt. Stuhl, rollst du mich gerade hier den. Komm, weg jetzt, verdammt. So, jetzt haben wir den roten Schlüssel. Jetzt sind wir fertig. Oh, das Ding ist auch an. Was macht das jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube, er ist noch draußen. Ja, er ist draußen. Schnell, schnell, schnell. Ha! Oh. The Basement.